Hey, ich würde euch gerne etwas von Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger erzählen. Ein junger Klassiker, den ich endlich in diesem Monat gelesen habe. Die Ausgabe, die ich hier in den Händen halte, das ist so die gängigste in Deutsch. Zumindest wenn ich so nach diesem Buch google, finde ich meistens diese Auflage und diese Aufmachung. Die schaut so aus und hinten das gleiche gespiegelt. Es gibt also keinen Klappentext, auf den man marschieren könnte. Und vielleicht ging es euch so wie mir, denn ich hatte bis auf diesen Oberbegriff Der Fänger im Roggen, ein Klassiker, ein Roman, den sehr viele Leute gelesen haben, hatte ich so ziemlich überhaupt keine Ahnung, worum es hier überhaupt geht. Es gab immer mal wieder Neuauflagen und Copyrights, aber so typischerweise wird 1951 das offizielle Jahr genannt, an dem dieses Buch auf Englisch im Originalen The Catcher in the Rye veröffentlicht wurde. Im Deutschen gab es dann die Übersetzung Der Mann im Roggen und die Neuübersetzung von Eike Schönfeld ist jetzt Der Fänger im Roggen und dieses Buch hier ist aus dem Rororo, aus dem Rowohlt Taschenbuchverlag. In diesem ca. 270 Seiten starken Roman von Jerome David Salinger geht es um Holden Caulfield. Er ist 16 Jahre alt und hat die Schule abgebrochen. Dieser junge Mann erzählt uns auch die Geschichte. Es wird also von der Ich-Erzählung Gebrauch gemacht und man erlebt ein langes Wochenende quasi mit ihm. Er spricht die Lesenden auch immer mal wieder an, zum Beispiel, wenn ihr es genau wissen wollt, das war so und so. Oder das kann ich euch sagen, es fühlte sich so oder so an. Oder so ist eigentlich schon ein ganz guter Begriff, denn und so wird einem in diesem Buch sehr oft begleiten. Denn ganz besonders in diesem Buch ist die Sprachweise von Holden Caulfield, denn er erzählt uns die Geschichte, also wird das, wie eben ein 16-Jähriger so spricht, erzählt, sehr viele Wortwiederholungen, sehr viel und so, also er schreibt beispielsweise, ja, ich muss noch die Koffer backen und so, oder ja, ich kramte alles aus meinen Taschen, meine Münzen und so. Auch wird sehr viel geflucht, im englischen Original wird, glaube ich, fuck auch verwendet und damn und im Deutschen kommt auch sehr oft verdammt verflucht vor. Und auch ein sehr wichtiger Begriff ist im Deutschen verlogen und im Englischen ist es phony. Denn was Holden gar nicht leiden kann, ist oder sind verlogene Menschen und er findet sehr viele Menschen verlogen. Ein Schauspieler, der zu gut schauspielert und sich dessen bewusst ist, ist verlogen oder eine junge Frau, ein Mädchen, das sich zu damenhaft aufführt, ist verlogen. Aber es gibt auch ein paar Personen in Holdens Leben, die er gut findet und die er sympathisch findet und auf die er stolz ist oder sogar aufschaut. Zum Beispiel seine kleineren Geschwister. Einer ist leider schon gestorben und manchmal, wenn es ihm nicht so gut geht, redet er auch mit ihm. Und dann gibt es noch die Phoebe, seine jüngere Schwester. Und Holden findet sie ganz toll und sie ist so klug. Und er spricht auch immer den Lesenden an und sagt, boah, ihr könnt es nicht glauben, wie schlau die ist und was die alles drauf hat. Und die gute Phoebe, die macht mich fertig. Der Holden, der streift ja durch New York, aber er kommt dann auch ganz kurz heim, weil er eben die Phoebe besuchen möchte und mit der albert er dann auch herum und da kommt dann auch zutage, woher eigentlich der Titel Der Fänger im Roggen kommt. Hier auf Seite 151 kommt man schon das erste Mal in Kontakt und zwar streift Holden durch die Gassen und vor ihm geht so eine Familie mit einem Jungen und dieser Junge singt eben Coming Through the Rye. Also es ist nämlich so. Das Original The Catcher in the Rye, also es kommt von dem Gedicht Coming Through the Rye und das ist von Robert Burns und von dem ist übrigens auch die Melodie Auld Lang Syne. Kennt ihr ganz bestimmt auch im Outlander Soundtrack kommt dieses Lied wieder vor und weil dieser Robert Burns halt da beides geschrieben hat, haben sie einfach mal den Text von Coming Through the Rye auf die Melodie von Auld Lang Syne draufgeklatscht und da gibt es jetzt auch so Kinderlieder und so, was sehr witzig ist, weil es bei Coming Through the Rye um Casual Sex geht, also vielleicht wurde auch
Jürgen Dresdner Bettencourt-Feld davon inspiriert. Aber es ist so, dass der Text eigentlich ist, if a buddy meets a buddy coming through the rye. Und dann if a buddy kiss a buddy need a body cry. Es geht also darum, dass sich Leute in einem Roggenfeld, in einem Ryefeld halt treffen. Und der Junge in diesem Roman, den eben der Holden Caulfield hier belauscht, weil sie eben vor ihm gehen, er singt, wenn einer einen fängt, der durch den Roggen kommt. Und da greift eben der Holden das auf und dann singt er das mit der Phoebe, weil die eben zu Sachen tanzen und so weiter. Und dann fängt er eben an mit, du kennst doch das Lied, wenn einer einen fängt, der durch den Roggen kommt, auf Seite 220 kommt das dann vor. Und Phoebe sagt aber dann, das heißt, wenn einer einen trifft, der durch den Roggen kommt. Das ist ein Gedicht von Robert Burns, also da drin erfährt man es dann eh auch. Also es kommt dann heraus, dass Holden das falsch verstanden hat und es nicht, wenn einer einen fängt, sondern wenn einer einen trifft ist. Aber er hat sich das eben dann so vorgestellt, dass es da so einen Mann gibt, der im Roggenfeld ist und dass wenn Kinder in diesem Feld herumspielen und es gibt eine angrenzende Klippe, einen Abhang und dass dieser Mann die Kinder fängt, wenn die zu nahe kommt und eben vor dem Abgrund bewahrt. Und für Holden ist das... lautes Auto. Und für Holden ist das so eine Metapher dafür, dass er auch irgendwie Kinder vor dem Erwachsenwerden bewahren möchte, weil für ihn ist eben dieser Abgrund diese Ernsthaftigkeit und wie er es eben nennt, die Verlogenheit. Und auch hat Holden so eine rote Jägermütze, die er meistens falsch rum aufsetzt, also ein bisschen rebellisch eben ist. Und dann auch gegen Ende des Romans setzt Phoebe ihm die Mütze normal auf, also so wie sie gehört, was dann auch so ein bisschen symbolisieren soll, dass Holden sich nun einfügen muss und ein bisschen erwachsener werden soll. Ja, wir erleben hier einen Protagonisten, der eben die Schule abbricht, Reis ausmacht und einfach mal so das Wochenende erlebt und man wird hier Zeuge seiner Gedanken und seiner Weltansicht und wie er sich so seinen Platz in der Welt eben suchen möchte und er findet einfach sehr viele Leute sehr verlogen und er möchte damit nichts zu tun haben. Wenn man dieses Buch liest und das lesen auch sehr viele in der Schule, es lässt sich sehr einfach lesen, es ist einfach Umgangssprache pur und ich glaube, es kann auch sehr leicht vorkommen. Mir ging es da auch ein bisschen so. Ich habe das eben gelesen und denke mir, wieso ist das hier ein Klassiker? Was ist daran so besonders? Es gibt eigentlich keine richtige Auflösung, kein richtiges Ende. Man begleitet hier einfach nur Holden dieses lange Wochenende bis Montag, glaube ich. Aber das Besondere an diesem Buch ist, dass es uns eben so unbesonders vorkommt, weil man muss das im Kontext betrachten, dass dieses Buch 1951 herausgekommen ist. Es ist also schon über 50 Jahre alt und ist für uns aber eben so, ja, ist eine ganz normale Geschichte, aber eben, dass das damals, dass der schon so modern quasi gedacht hat, denn hier geht es ja um die Nachkriegszeit und die Leute möchten wieder Ordnung haben und dann kommt dieser Holden daher und bricht die Schule ab und macht nicht das, was die Eltern für ihn vorgesehen haben und das war doch zu der Zeit einfach unvorstellbar. In diesem Buch kommt auch sehr oft, ich glaube sogar im Englischen, fuck vor und damn und hier im Deutschen eben verflucht und deswegen sorgte dieses Buch für helle Aufregung und es war dann auch sogar eine Zeit lang verboten. Und es polarisierte einfach eben, weil die eine Hälfte sagte, boah, das ist so crazy, was der Salinger sich traut zu schreiben. Und die anderen sagen, ah, das ist so primitiv und überhaupt ein Frevel sondergleichen. Und da sieht man auch wieder, dass es sehr hilfreich sein kann, wann auch immer man ein Buch liest oder auch einen Text, einen Zeitungsartikel, einen wissenschaftlichen Text, wie wichtig es ist, mal auf die Jahreszahl der Veröffentlichung zu schauen oder wann es geschrieben worden ist, weil das kann sehr aufschlussreich sein und eben da, das öffnet einem auch die Augen, was an diesem Buch so besonders ist.
wenn man sich dieses Leitbild vor Augen hält, dann wird es nochmal interessanter, dieses Buch zu lesen. Und ja, eben die Phoebe, die kleine Schwester vom Holden, ist eben so ein Mensch, den der Caulfield vor dem Erwachsensein noch so ein bisschen schützen möchte. Aber es gibt auch eine Szene mit einer Prostituierten, wo ich doch etwas schmunzeln musste, weil dieser Holden, ich weiß nicht, ob ich im echten Leben, also wenn ich ihn treffen würde, ob ich mit ihm zurechtkommen würde, aber er hat auch sehr liebenswürdige und sympathische Seiten. Zum Beispiel möchte er nicht kämpfen, also er versucht Schlägereien aus dem Weg zu gehen, oder eben bei der Prostituierten, weil das ist so, er ist in einem Hotel untergebracht und im Aufzug spricht ihn dann ein Mann an und sagt, hey, möchtest du vielleicht, dass ein Mädchen auf dein Zimmer kommt, so in ein paar Minuten? Und Holden sagt einfach, ja, okay, weil dem geht's irgendwie eh schon so schlecht. Und dann meinte er, wieso habe ich das gemacht? Ich möchte ja überhaupt nicht, und jetzt kommt die und keine Ahnung. Ja, dann klingelt die, und die Prostituierte Sunny heißt sie, die ist auch noch sehr jung. Und dann kann man das auch wieder sehen, dass er überhaupt sie gar nicht angreifen möchte und lieber mit ihr reden möchte, sich unterhalten möchte. Und die Sunny, die ist ganz fertig, die zieht dann ihr Kleid mal hoch und ist ganz perplex, warum der Typ jetzt nicht auf sie springt. Und er fängt dann eben an, mit ihr zu reden und sagt, ja, Ausreden zu finden, ja, ich kann nicht, ich habe eine Operation, das ist irgendwie ein Missverständnis. Und da sagt er auch etwas ganz Interessantes auf Seite 122. Er sagt dann eben, dass er mit Mädchen noch nicht so viel Erfahrung hat, wenn ihr es genau wissen wollt. Und dass das eben so kommt, dass er immer aufhört, wenn es dann so weit ist, dass es passieren könnte. Und zwar sagt er, es ist nämlich so, meistens, wenn man mit einem Mädchen kurz davor ist, also einem Mädchen, das keine Prostituierte oder was ist, sagt sie einem dann immer, dass man aufhören soll. Das Dumme an mir ist, ich höre dann auch tatsächlich auf. Und er sagt dann eben, ja, dass die anderen eben nicht aufhören und dass er deswegen noch nicht dazu gekommen ist. Und dass, wenn er dann zu Hause ist, sich immer denkt, ich hätte nicht aufhören sollen, aber er macht es ja dann doch wieder, immer wieder. J.D. Salinger hat ja übrigens auch ein langes Leben gehabt. Seine Eltern, sein Vater kommt aus einer jüdischen Familie und die Mutter ist dann zum Judentum übergetreten. Und Salinger war dann auch mal in Wien auf Geheiß seines Vaters und sollte dort so in einer Schlachterei ein bisschen arbeiten für seine Ausbildung. Er war dann auch mal in der Army eingezogen und er hat... Da wird gesagt, dass seine große Liebe Una O'Neill, dass er von der sitzen gelassen worden ist. Also er war in diese Una O'Neill sehr, sehr verliebt. Aber Una hat dann übrigens Charlie Chaplin geheiratet. Den Komiker, der Very British Komiker, kennt man. Und das... diese Enttäuschung mit Frauen, dass das immer mal wieder in seine Werken eingeflossen ist. Und Salinger ist auch, der ist über 90 Jahre alt geworden, aber so viel hat er dann gar nicht mehr geschrieben. Also Der Fänger im Roggen war echt ein Welthit und hat ihn zu so viel Berühmtheit und also verholfen, und er hat sehr viel Einfluss dann auf andere Werke gehabt. Aber so viel andere Sachen sind dann gar nicht mehr von ihm gekommen. Diesen Roman empfehle ich jedem, der Lust hat, einen Klassiker zu lesen, aber sich nicht mit hochgestochener Sprache auseinandersetzen möchte. Außerdem dient dieses Buch immer wieder mal als Referenz und Anspielung für andere neue Werke. Das heißt, man zieht hier auch gleichzeitig noch einen Mehrwert, weil man durch das Lesen dieses Werkes auch andere besser verstehen kann. Zum Beispiel beim Blensdorf, die neuen Leiden des jungen W., da fließt auch Der Fänger im Roggen mit ein. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Mich würde interessieren, ob ihr dieses Buch schon mal gelesen habt und wenn, ob das als Schullektüre war, weil ich habe es nicht in der Schule gelesen, obwohl das doch einige taten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht es gut. Tschüss.